Hollywood-News im Gala-Ticker, Channing Tatum wollte fast seine Karriere an den Nagel hängen, Nick kennen, deswegen entschuldigt er sich bei seinen Ex-Partnerinnen, Priyanka Chopra teilt erstes Selfie nach Baby-News, Hollywood-News 2022 im Gala-Ticker, 6. Februar 2022. Channing Tatum hätte beinahe seine Hollywood-Karriere hingeschmissen, Schauspieler Channing Tatum, 41, hat eine schwere Lebenskrise hinter sich. Das führte dazu, dass er fast seine berufliche Zukunft aufs Spiel gesetzt hätte. Ich fühlte mich wie das fette Kind am Buffet, das nur arbeitet und arbeitet und arbeitet, beschrieb er in einem Interview mit Variety die seelische Sackgasse, in die er geraten war. Ich habe 4 Filme hintereinander gedreht, ohne eine Pause zu machen. Ein Lauf im Hamsterrad, der in seinen Augen auch Auswirkungen auf seine Leistung hatte. Mit seiner Arbeit in 22 Jump Street 2014 und Jupiter Ascending 2015 habe er gehadert. In den letzten beiden Filmen war ich nicht so gut, wie ich sein wollte, weil mir die Energie fehlte. Im Jahr 2018 habe er sogar ernsthaft überlegt, seine Hollywood-Karriere endgültig hinzuschmeißen. Ungefähr zeitgleich lief die Scheidung mit Ex-Frau Jenna Devan, 41, mit der er 9 Jahre verheiratet war und mit der er die 8-jährige Tochter Everly hat. Die privaten Turbulenzen trugen offenbar zu seiner Sinnkrise bei. Möchte ich noch Schauspielern? Werde ich Regie führen? Will ich überhaupt noch in der Branche tätig sein? Fragte er sich damals, aber ich hatte Glück. Ich habe ein bisschen Geld verdient, so dass ich einen Schritt zurücktreten und herausfinden konnte, was das Leben ist. Er habe eine echte Auszeit genommen und sich künstlerisch betätigt. 2021 veröffentlichte Channing sogar ein Kinderbuch. In diesem Jahr ist er aber wieder voll im Filmgeschäft dabei. Im dritten Teil des Kassenhits Magic Mike spielt er noch einmal die Rolle des Mike Lane. Außerdem ist er in The Lost City und in Doc zu sehen, bei dem er sogar Regie führte. 4. Februar 2022. Nach Baby News. Er entschuldigt sich bei den Müttern seiner Kinder. Vor kurzem verriet Nick Cannon, 41, voller Freude, dass er mit seiner neuen Freundin Bea Tizzi, 30, einen Sohn erwartet. In seiner Talkshow zeigte der Moderator auch private Schnappschüsse der Gender Reveal Party. Die Verkündung erfolgte knapp 2 Monate, nachdem Nick und seine Ex Alyssa Scott ihren Sohn Zen verloren haben, der am 5. Dezember 2021 an einem Hirntumor starb. Nun entschuldigt sich der Schauspieler für die Art und Weise, wie er die Baby News publik gemacht hat.